herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Und wer jetzt denkt, Moment mal, in der letzten Folge waren wir doch genau an dieser Stelle. Ihr habt recht. Wir haben ja jetzt den Action-Modus angefangen. Und in der letzten Folge sind wir kläglich gescheitert. Ja, in der Action-Folge muss man doch ein bisschen mehr abspeichern. Are you absolutely sure? Ja. Yes, I'm sure. I want action. Okay, if that's how you feel, I won't try to stop you. I'll send you a postcard. So long, Indy. Und wer jetzt denkt, er hat ein großes Déjà-vu? Jawohl, das haben wir auch. Wir müssen jetzt alles nochmal machen. Monte Carlo und Algier. Also ihr seht schon, wir müssen jetzt sehr oft abspeichern. Sehr oft abspeichern. Weil ich bin für den Action-Modus ein bisschen zu doof. Ich mag es nicht, wenn geprügelt wird. Also, verzeiht mir, wenn wir jetzt ziemlich oft abspeichern. Ihr seht schon, einmal nicht gespeichert und schwupp können wir also von vorne machen. Wir machen das erste Mal alles nochmal. Ich mit euch. Das heißt dann, ihr seht die Folge quasi doppelt. Ich werde auch jetzt kaum was sagen. Ich werde jetzt nur noch klicken, damit wir schneller vorankommen. Deswegen, Herr Trotté, bleiben Sie hier. Are you Alan Trottier? Oh, perhaps. Who's asking? I'm Dr. Indiana Jones of Barnett College. Jones. I believe I've heard of you. Yes, of course, the famous archaeologist. Actually, I'm just a simple professor. Oh, leave the modesty to me, sir. Alan Trottier. Amateur scholar, part-time poet, professional dreamer. What can you tell me about Atlantis? Oh, that depends. To prove you're worth dealing with, answer me this. When were the many freaks of nature created? Das ist jetzt ein bisschen anders als im letzten. Ich würde sagen, ich glaube, das waren, als die Himmelssphären wirklich ausgerichtet waren. When the celestial spheres were well aligned. Yes, excellent. Obviously, you know Plato's lost dialogue well. Personally, I doubt I can help you, but my name is recognized among dealers in antiquity. Maybe my business card will be of some use to you. And now, au revoir. Tja, ihr seht schon, ich habe das Spiel einmal zu oft durchgespielt. Ab zu Taxi, ab nach Algier. To the airport. Und dann jetzt wirklich jedes Mal speichern. Also, wir quatschen mit dem nochmal. Hello there. Ah, a prosperous American. Blöd, dass man hier die Ticks nicht schnell machen kann. Damals bei den DOS-Versionen konnte man auf Plus drücken. Ach, geht hier sogar auch. Ah, alles klar, sehr schön. Plus und Minus. Mit Plus konnte man das Ganze beschleunigen und mit Minus dann mehr unterdrücken. Langsam machen, meine ich. You ever hear of Atlantis, old man? Atlantis. No. Aber ich glaube, da wir die Talkie-Vision spielen, ist das gerade, glaube ich, macht das keinen Unterschied. Weil dann ist der Text da schon weg, aber Indy und der andere plappern noch. You know where Omar Al-Jabbar lives? Omar is one of my best customers. Alas, his address is known to few men. What are you doing here on the streets? I'm a beggar, Effendi. It is my job to be here. Now, let me get back to work, please. Okay, und jetzt ab zu Paula Abdul wieder. So, und dann, bevor wir die Wüste die Stadt verlassen, die Wüste gehen dann speichern, damit wir uns nicht alles nochmal, wie gesagt, von vorne durchspielen müssen. Und diesmal gebe ich auch sofort die Karte an dem Ladenhüter. Excuse me. Yes? I think this may interest you. Ah. Met our esteemed colleague, Monsieur Trottier. So what? You mean you aren't Omar? Don't be silly. I'm his trusted servant, Paul. Paul Abdul. Can you arrange a meeting with Mr. Al-Jabbar?
Well, now, since you have contacts among antiquities dealers, I guess I could see if he is available. Wait here until I get back. Nein, wir warten hier nicht, bis du back bist. Bis du back in business bist. Wir follow you ein bisschen. So, wie gesagt, wir müssen den roten Fetz mal wieder suchen. Nein! Indy, wo willst du hin? Wo ist Fetz out hin? Ach, da ist er. Let's Fetz. Das ist wirklich fetzig. Wie war das noch? The servants ducking into that house. Okay, also merken wir uns, der Computer errechnet die Position der Häuser nicht nur von Spiel zu Spiel neu, sondern von Speicherstand zu Speicherstand. Okay, das ist mir neu. Ich würde sagen, wir speichern jetzt aber trotzdem mal. Ich werde hier nämlich auch einen neuen Speicherstand anlegen, der nennt sich einfach nur Faustkampf. Und da wird jeder Kampf vorher abgespeichert. Ja doch, ich erinnere mich, als ich den Actionweg gespielt habe, ich war nur am Speichern gewesen. Ich glaube, das war der längste Weg, den ich jemals hatte. Wie gesagt, beim Action, beim Puzzle und beim Teamweg muss man so gut wie gar nicht speichern. Beim Actionweg besser ist es, weil nachdem du hast, das hast du ja vorhin gesehen, gab eine Wüste, nachdem dich so ein Deutscher dann K.O. geschlagen hat, bist du plötzlich von Skorpion und Schlangen verspeist worden. So. Hä? Moment. Ha? Hä? Da, Omis Haus, da steht's doch. Time is running out. Ja. Not bro. Achtung! Ups. So, Dr. Jones, you fell right into my trap. So long. Hä? Wieso ist Indy jetzt wieder abgehauen? Hallo? Hideous torture. Not for all the riches in the world. Achtung! Oops. Oops. So, the foolish American returns for more punishment, eh? Warum ist Indy gerade geflohen? Ey! Ab in die Nüsse mit ihm! Komm, hau ihn in die Nüsse! Thank you for saving me from that infidel. What's your name? Indiana Jones. Really? The famous archaeologist? What brings you to North Africa? I heard you know something about Atlantis. I'm looking for it. Take my advice, Doctor, and give up. There are men who will kill to stop you. Okay, merken, also das ist hier der Erste und der haut uns noch nicht um. Also da flüchten wir automatisch. Okay, gut zu wissen. Let me worry about them. Gladly, Effendi. Watch out especially for Klaus Kerner. He and his team are out in the desert, turning a modest discovery of mine into a major dig. They seem to have found an outpost of the Lost Kingdom, and they're stealing my treasures. What were they doing here? The dig site isn't enough to set their greed. They want more. Now, since you saved my life, here's the map and a camel to speed you on your way. Meanwhile, Paul and I must alert the authorities. Wait, what map? Which camel? Camel ohne Filter natürlich, Indy. So, komm, nochmal, Stab. Just a piece of bamboo. Nimm die Rabenstatue, man weiß ja nie in dem Fall. Nimm die andere, da weiß man ja auch nie. So, haben wir noch was? Nein. Jetzt müssen wir uns die Wäsche nehmen. Benutze Stab mit Wäsche, das hatten wir ja schon vorhin. The stick broke, but I got the map. Ja, der Stick ist gebrokt und jetzt benutzen wir ein Kamel. Komm, rauf. So, und jetzt speichern wir mal mit Wüste hier, du. So. Also. The Germans.
Im Gegensatz zum Rätselweg, wo sie nur mit Kamelen durch die Gegend eierten. Oh Gott, wie kommen wir jetzt? Wir müssen hier irgendwie dran vorbeikommen. Hey. Ja, hey, komm. Jetzt fahren wir ein bisschen schneller hier. Indy. Warp Speed. Okay, und wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt auch wirklich, wenn wir von einer Beduine zur anderen fahren, Beduine sage ich schon wieder, von einem Nomaden zum anderen fahren, werden wir auch speichern. So. Also der Actionweg ist wirklich der Weg, wo wir am meisten speichern werden. So, rede mit ihm hier. Und ich sag nur eins, die Wüste lebt in dem Fall. Hello there. Salam, Effendi. Hallo, Salami. What do you make of this map? This X is to the south and considerably to the east. Thanks for the information. Weit im Süden. So, auch hier, wie gesagt, ich speichere jetzt nur noch. Weil sonst können wir uns nämlich den ganzen Mist nämlich von vorn angucken. Nein! Your visa isn't valid for travel outside the city. I'll have to take you back. Was muss ich sagen? Whatever you say. Okay, also, warte mal eben. Jetzt sind wir schon zu zweit. Jeit. Jeit? Nee, zu dritt sogar schon. In die, aus dem... Oh. Your visa isn't valid for travel outside the city. I'll have to take you back. I should have held out for a faster camel. Let's go, sir. Okay, also müssen wir gucken. Wir müssen in den Süden und dann Osten. Und das wird spaßig, wenn Indien nicht aus dem Bild rausgeht. Was hat er gesagt? In den Süden. Also das heißt, wir müssen wirklich von Bild zu Bild einmal abspeichern. Das wird ja himmlisch werden. Also der Actionweg ist mir wirklich am unsympathischsten gerade eben. Deswegen werde ich jetzt ein klein bisschen ruhig sein. Hey. Folg mir doch, wenn du kannst. Verfolg mich doch, du Deutscher. Bäh. Also auf Kamele waren die nicht so schlimm wie mit Autos. Düt, düt, düt. Aber die Musik ist geil, muss ich sagen. So, rede mit ihm hier. Hello there. Salam, Effendi. Have you seen anyone digging around here? Well, I have seen foreigners with trucks and equipment. Das ist schon mal gut. Trucks? Equipment? Where? It's hard to remember. The desert all looks the same, you know? Naja, außer das, na, außer bei dir natürlich. Guck mal, hier haben wir hier so ein bisschen Berge und ein anderes Zelt. Tell me about the foreigners again. I have seen them. Can you imagine? They're digging holes in the sand. Oh, schön. Were they Nazis, do you think? They had pale faces like you, Effendi. Danke. What do you make of this map? You are very close to the site. This X is a little to the west. Thanks for the information. A little to the west. Warte mal eben. Dann speichern wir wieder. Da ist es, da ist es. Looks like I lost those guys. Okay, so. Gehen wir zur Ausgrabungsstätte. Ich bin mal gespannt, gegen wie viele Nazis wir jetzt kämpfen müssen. Look what I found. An abandoned dig site. Das kennen wir doch schon irgendwo her. So, mal gucken. Kann ich jetzt die Zündkerze klauen? The dashboard's been ripped out. This truck isn't going anywhere. Nein! Jetzt fehlt das Dashboard, alles klar.
There's a plug missing. Wie komme ich da raus, dass ich immer aus dem Mulde eine Kerze ausbauen muss? Naja, egal. Wow! Yip! Somebody's shooting at me. Das habe ich gerade. Ach, guck mal, da ist ein Ballon. Jetzt sehe ich die Strickleiter erst. Ist interessant, dass er nur da hin feuert und nicht hier. Also eigentlich müsste der Deutsche eigentlich immer auf ihn schießen. Es sei denn, er guckt nur oben, wirklich hier nur steil nach unten, dass er nur hier die Ausgrabung in Sicht hat. Yip. Genau, wir kommen zwar runter, aber pass mal, wir kommen nicht mehr hoch. That was close. So. Das sind wieder ein paar Unterschiede zu den anderen beiden Versionen. Ach, das kennen wir doch schon, Böhre Metallding. Feels like a portable generator. Nur wir haben ein Problem. Wir werden diesmal wohl kein Licht haben. There's a coppery bead in here. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier, also wir können auf den Generator wohl nicht zurückgreifen. It feels like a portable generator. Tja, stand aber vorher auch schon da. It feels like a gas cap. Okay, schön, dass wir das. Feels like an on-off switch. Das heißt, wir müssen uns wirklich hier einmal durch fühlen. It feels like a wall. Was du nicht sagst, Indy. It feels like a sharp stick of wood. Dann nimm diese Stick und Speer. It feels like a wall. Kann man irgendwas mit der Wand machen? I can't move it. Mal gucken, hier steht Mauer. Warte mal. I can't see what I'm doing. Das ist jetzt echt bitter. This feels like a wall. Kann man das? Ich versuch mal. I can't see what I'm doing. It feels like a wooden peg. Aber sonst ist hier auch nichts, ne? Tja, jetzt hängen wir hier im Dunkeln in der Höhle, kommen nicht raus. Was machen wir? Das ist hier die Question. Außer wir kennen das ja aus den ersten beiden Modis, dass wir jetzt den Generator mit Benzin befüllen müssen. Warte mal, ich mach mal jetzt Folgendes. Ich würde mich jetzt echt totlachen, wenn der Generator schon mit Benzin gefüllt ist. Weil wir kommen ja nicht raus. Nee, ne? Auch nicht schlecht. Also, das mit dem Befüllen entfällt hier. Sehr schön. It's a painting of a chest or arc. I've seen that before. Drücken wir doch mal drauf. Well now, here's something a Nazi's missed. Das kennen wir ja schon aus den anderen Episoden. Ich dachte mal Episoden, aber meine ich eigentlich aus den anderen Modis. Und das kennen wir auch. Benutze Schiffsrippe mit Wand. It's a mural behind this crumbling rock. It's a map of the island of Crete with a hole in the middle. So, und das heißt dann, wir können dann wahrscheinlich hier raus. Das ist da, wo Sophia im Teambag reingefallen ist. Das machen wir eben noch. So, klar. Nacht, Hörner, das kennen wir auch noch. Und drauf. Aha. Ah. Judging by the placement of the stone on this mural, I should head for Crete.
nehme den Holzstift auch noch. Ah, der muss drin bleiben, alles klar. It's a map of the island of Crete with a hole in the middle. Didn't I read about that in the Lost Dialogue? Nein, das geht nicht. I didn't do anything. Aha. Judging by the placement of the stone on this mural, I should head for Crete. So, dann nimm den Stein, geh hier hin und ich würde sagen, was hinter der Tür ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also bis dann, euer Wefner. Tschüssi.